Hey und willkommen zurück zu Nephrions Let's Play. Es geht endlich wieder weiter mit Baldur's Gate 2, drohendes Baal. Und ja, die Verzögerung der letzten Wochen kam vor allen Dingen deswegen zustande, weil für die PlayStation 3 The Last of Us erschienen ist. Und ja, jetzt geht's aber weiter durch diese Kanalwege hier, um deinen Weg zu Gromnir zu finden. Ein weiterer Ork, der sich hier mir in den Weg stellt, aber es eigentlich keine große Hürde sein sollte. Ich habe gerade mein Headset-Kabel verheddert hat nebenbei. Das ist ein Zauber. Ah. Das ist nicht gut. Verdammt, das ist eigentlich eine schlechte Vorbereitung. Ich versuche am besten mal Zeit zu schicken, mich in Monster reinbeschwöre. Ja? Weil ich habe die Befürchtung, dass hier... Könnte ja, Ärger geben. Vielleicht noch Glück. Zauber drauf wirken. Das sind die Rettungswölfe, wobei das tut jetzt nichts zur Sache, wenn er so eine Wolke kommt. Ich hoffe, das bringt es vorwärts, Marsch! Ich bin beschäftigt. Ja, ja. Müssen wir gerade nichts neu sammeln, Leute. Habt ihr nicht besser zurückziehen. Eines Tages. Eines Tages. Unsere Monster machen das wirklich schon. So, ja, jetzt zum neuen Angriff. Für Schar. Vielleicht wird das wieder mal völlig verkehrt. So. Das wird eigentlich eher klappen. Und wir müssen sie eigentlich besiegen können. Ich habe ein bisschen Schaden von der Giftwolke abbekommen, aber das wird nicht so schlimm sein. Hat ja einen Selbstheilungsring. Ja. Stirnband. So. Ja. Edwin, tu dies, Edwin, tu das. Wie wär's, wenn jemand diesem Trottel eine Banane besorgt? Den vom Monster zur Erkundung hinbeschwören. Ja, das kommt der daher. Sag mir, ich kümmere mich um. So eine Frown hin. Bei der ist diesen Schutzzauber noch ein bisschen sein? Weg. Da müssten wir den auch noch beseitigen. Pressure. Oh, wir haben keinen Anti... Doch, immer noch. Ich dachte schon. Brauche ich den Anti-Zauber gegen diese Schutzwahl? Oh. Das könnte jetzt blöd sein, wenn er unsichtbar ist, ja. Das ist mein Zauber verpufft, war zu langsam. Das wird ungünstig, weil wenn unsichtbar sind, kann ich es hier nicht mehr anzaubern. Ich warte. Ist schon geschehen. Schickt mir vielleicht noch Korgan dazu. Hoffentlich werde ich wenigstens Schaden scheint er zu machen, aber doch immer auf Kosten eigener Lebenspunkte. Er hat was beschworen, aber das ist so ein Ifrit oder sowas. Ja, Ifrit ist. Oh, ein Schlag und das Ding ist tot. Ich bin dabei. Ging nochmal gut. Jetzt nicht mit so einem Gegner gerechnet. So Gold. Machen wir es kurz und... Tja, dieses Schwert ist einmalig. Im wahrsten Sinne des Wortes. Kommt schon, zumindest im Spiel hier. Die Waffe ist einfach schlecht. So hat ja auch eine Selbstheilungsfunktion. Ich will trotzdem mal ja, die Dienerin der Natur ist bereit. Ja, Abil? Noch einen kleinen Heilzauber haben und nicht. Einen kleinen Heiltrank. Gebe ich ihn noch Edwin. Jawohl, hat er auch selbst. Machen wir sie noch relativ empfindlich. Habt ihr nichts Besseres zu tun, als mich zu belästigen? So, na, meinetwegen. Vor in diese Richtung. Ultrinan! Nächstes Mal! Schergen hier ausschalten. Nächstes Mal! Hier oben hört man die Geschosse auf die Stadt einschlagen. Auch wenn es blau ist, wenn mein Inventar darunter leidet, nehme ich es dann doch nicht mit. Heiltränke, na gut, die Sachen kann man vielleicht noch verwerten. Streitaxt plus 2. Ein Diamant oder den Edelstein gebe ich mal wieder in den Edelsteinbeutel. Ja, das kann man später verkaufen oder wegwerfen, wenn es sein muss. Ja, Meister. Was? Ja, ja, ich habe ja schon begriffen. Eine Treppe. Also da geht's weiter oder raus. Natürlich lohnt es immer alles zu erkunden, bevor man weiterzieht.
mal, es kommen keine fiesen Magier mehr, die mich irgendwie... Erwischt! Also da glaube ich, Freund verwirrt, der hat er. Es ist euch. Ungünstig, wenn das Schwert seinen Effekt an den Chor gar entfaltet. Nächstes Mal, wie ich dir vertrauen, etwas für Narren. Meine Axt ist verdammt. Vielleicht kann ich diesen Bezauberungs... Ich stehe euch zu Diensten. Zauber aufheben. Ich war schon erledigt. Doppelter Effekt hat auch die Unsichtbarkeit von diesem Typen hier aufgehoben. Jetzt ist er doch ein bisschen mehr. Ah, okay. Geht in Ordnung. In Gefahr wollte ich sagen. Der Koran. Wir haben so einen Eisenhammer hier. Dann würde ich fast sagen, Gruppenheilung wird sich anbieten. Haben wir Gruppenheilung noch? Ikone hat keine Gruppenheilung. Ja. Ah, aber Jahira, aber Jahira, noch eine. So. Der Sieg wird unser sein, ihr wisst das. Gibt mal eine große Heilung. Vita. Im Aufbau sollten die eigentlich nicht anders sein als in Cutler, oder zumindest nicht groß anders. Edwin, tu dies, Edwin, tu das. Wie wär's, wenn jemand diesem Trottel eine Banane... Maximal Ausgänge, beziehungsweise Eingänge. Könnte ich eine Geheimwand? Moment. Verdammt. Oh, oh, oh. Yalkales? Sehr viele Schatten. Wirke Sonnenlicht. Das hier. Hat's den Feiern erwischt. Nächstes Mal! Schneller! Boah, das könnte jetzt etwas eng werden. Ich ziehe den Freyr mal zurück, sonst kommt er mir noch von Level 5 weg. Ja, Abil? So, Banner. Nein, was stand jetzt von jetzt da? Erwischt! Spalter, hä? Die Waffe nutzt nicht. Ustern. Ich will nicht mit angreifen, sonst kann das eventuell zur Folge haben, dass. Ich bin bereit. Los. Ich stehe euch zu Dienst. Kronia greift wieder mit an. Ich werde eurer Stärke folgen. Das sieht so wirrend aus, wenn sich die ganzen Schatten wieder so schlachten. Was ist denn da geheilt von denen? Was gibt's? Das wurde aber auch Zeit! Die Natur nimmt das Leben, das sie gab! Dann wollen wir uns mal eine Einzelheit anschauen! Das ist ja der Schattenanführer in der Mitte gewesen. Irgendeiner Tanzen aus der Reihe. Für die Gefallene, die Rache ist mein! Das war ja, der fest sich gerade. Meine Axt, hä? Ja! Ich folge euren Befehlen. Immer. Dann eben beim nächsten Schlag. Wurde aber auch Zeit. So, ist noch zwei Scharf übrig. Ich muss meine Hand so schaffen. Los! Spuckt schon aus. Ich bin beschäftigt. Wenn die Wirkung nachlässt. Sagt mir, was zu tun ist. Na gut, so geht's auch. Stirb, Kreatur, und nähre die Erde. Ja, leider ungünstig. Es hat Edwin wenigstens einmal erwischt. Der stand etwas der ungünstig. Der Sieg wird unser sein, ihr wisst das. Der Zauber hat zu lange gedauert und hat auch die volle Effektivität entfaltet. Aber zum Glück habe ich ja diesen Spruch zweimal. Moment. Das Schicksal wartet. Ah, lauf nicht weg. Schriftrollen oder sowas oder andere Varianten davon. Ja, Schriftrollen haben wir auch.
Eigentlich wollte ich die... Hallo? Jetzt. Sprecht frei heraus. Gut, bei Nefryon macht es nicht so viel aus. Der ist eh nur Krieger. Im Wesentlichen. Ich versinke in Erinnerungen an einen Ort wie diesen. Also, höchst unerfreuliche Erinnerungen. Ja, Meister. Was darf ich jetzt für euch tun? Sieht man auch hier ganz gut. Ja, neu zuordnen. Was haben wir alles drin? Lebensentzug. Gute Frage. Was haben wir noch drin gehabt? Schild. Nochmal Schild dazu. Oder Schutz vor Bösen könnte es auch gewesen sein. Wenn ich das beschwöre, macht das schon Sinn. Furcht auf jeden Fall. Zweimal. Was könnte es hier sein? Der Schädel? Vampirhand? Ne, sozusagen Gegenzauber. Das hier. Skelett beschwören und Phantomklinge glaube ich nicht. Sonnenfeuer? Hatte ich oben schon. Kältekegel. Ja, bringt eigentlich. Ja, das hier oben, das brauchen wir noch zweimal. Brescher. Tod. Pirscher. Ah ne, Pirscher habe ich schon. Dann die Elementarwesen, denke ich mal. Schutz von magischen Waffen. Ich halte etwa normalerweise aus solchen Geschichten raus. Deswegen brauche ich das jetzt nicht unbedingt. Sagen diese Beschwörung und Stein, Fleisch zu Stein. Das war das letzte gewesen. Was könnte ich denn daneben? Ich kann auch zweimal das nehmen. So. Den Djinn, das Schwert, Tod und Massenunsichtbarkeit, glaube ich, ist auch nicht verkehrt. Wobei war noch irgendwie. Spielst du nur Feuerball, ist auch okay. So. Das hier. Nur zweimal. Das immer auch noch dazu, zweimal und Wort der Macht, Blindheit, nein, will ich nicht, Furcht will ich nicht, dann ist das Tod, jawohl. Und das noch einmal dazu. Absolute Immunität, Zauberfalle, Zeitstopp, das wäre gut. Und Tor, dann. Ich würde sagen, absolute Immunität ist okay. Ja. Das andere ist, glaube ich, eher so. Schrei der Todesfee. Ja, Schrei der Todesfee ist auch nicht schlecht eigentlich. Achso, habe ich ja schon. Na gut, dann bleibt es dabei. So, mehr habe ich jetzt nicht. Gut. Okay, verstanden. Geheimgang mit noch mehr Monstern hinten dran. Ultrian! Jetzt müssen wir erstmal gleich schlafen, denn das. Der Hira ist ja. Ja, ich habe ja ein bisschen durcheinander durch diese Aktion. Ein wenig Ruhe wäre angebracht. Sagt es auch nochmal. Wir bringen uns ja noch selbst in Gefahr. Okay. Da wäre eine Treppe. Wäre auch eine Möglichkeit. Die Natur könnte selbst hier... Machen wir einen Quicksave und machen ein Nickerchen, weil sie sind momentan etwas ausgelaugt. Und es ist nichts passiert. Das war jetzt noch ein Quicksave. Manchmal wird mir über Nacht überfallen. Wir schlafen in den Kanälen. Oh, ja. Kann bei solchen Gestank eigentlich schlafen? Geht gar nicht, glaube ich, ne? Treppe, geht wieder irgendwo hin.
ein Magier. Und was darf es jetzt beschäftigen sein? Beschäftigen wir mal kurz mit Monster. Oh. Vorwärts, Mann! Das macht schon mal gar nichts aus. Dann kriegt er natürlich auch wieder eine Pressure, dass er seinen Zauberschutz verliert. Erwischt! Was geht? Dann kann er direkt rangehen. Ich bin schon auf der Wolke. Ich bin schwach genug. Kommt schon, du lässt dich jemand an. Eines Tages. Strategische Rückzug. Die Dienerin der Natur ist aber gerne. Ich zeige deinen richtigen Kampf. Ich glaube, sie ist irgendwie vergiftet oder so. Mit irgendeinem Malus drauf. Rindenhaut. Ach nee, doch nicht. Nur Rindenhaut. Das ist wegen so Stecken wahrscheinlich. Der Korgon ist eingekerkert. Na gut, dann schickt man eine Freiung vor. Gute Idee, das mir zu übertragen. Ja, lauf nicht weg. Lauf hin. Hallo? Muss wohl was anderes aus. Bloß Spuck ist den schön. Und zieh mal etwas zurück, weil ich mich arg verletzt. Ich bin beschäftigt. Das Stopp ist ganz so furchtbarweise. Das ist schon wieder drauf. Ach, muss jetzt einfach Quicksave. Quicksave. Wir hatten ja kurz gespeichert nach dem Schlafengehen. Na, meinetwegen. Ich weiß nicht, ob die Treppe für die jetzt zu diesen Gemächern von den Krummen hier oder. Was denn das für Treppen da? Kann ja auch irgendwo hinführen. Ja? Ja, ja, ich habe ja so, schon begriffen. Wir machen mal Folgendes: Spähen das Monstern aus. Ober sind tot, das hat nicht lange gedauert. Ja, da starbt jetzt nicht mehr so viel mittlerweile. Skelett. Vita Mortis. Und was da eines Tages. Vita Mortis. Sicht weiter. Ja, der Zweck ist erfüllt, der Zauber ist verpufft. Also verpufft in dem Sinn, dass es falsch gewirkt hat, statt des Skeletts. Ich kann mit einen Spezialisten reinstürmen. Ich hoffe, das bringt was. Kommt schon, geht in Ordnung. Der Magier ist schon tot. Unsichtbar, je nachdem, wie man sieht. Ich bin nicht ganz sicher. Sagt mir, was zu tun ist. Ich kümmere mich drum. Eine weitere Axt. Na gut, die Axt ist jetzt nicht wirklich. Haben wir, glaube ich, auch schon mal gefunden. Pixar plus 2, die gibt es ja wie am Sand am Meer. Aber nicht. So mal liegen, ist okay. Stab, Rüstung und dann Wertgegenstand. Ich naja, bin beschäftigt. So geht's einfach. Habt ihr nichts Besseres? Fürchte mich. So, hier ist aber das Ende der Karte. Meistens ist in der Mitte immer irgendwas, also muss ich aufpassen, wenn ich da ins Hin laufe, was da ist. Stimmt das mal so vorsichtig ran. Ich warte. Oder mich gestalten. Ist ein schon Dükar geschehen. Oh. Die Schatten werden bald zurückkehren. Ach, die Schatten habe ich schon besiegt. Aha, das sind also Schurken von Yagashura, der versucht einen heimlichen Weg in die Festung zu finden. Ich hoffe mal, es kommt keine Schatten von irgendwo. Für alle Fälle mache ich mal Yalkales? Den Verteidigungsmodus für Schatten. Vertrauen ist etwas für Narren. Tote.
bin dabei. Ja, Meister. Und ich brauch nicht so weit vorlaufen. Die Waffe ist einfach schlecht. Ja? Der kämpft ja gegen mich. Jetzt kommen die Schatten auch noch dazu. Wenn es denn sein muss. Erwischt! Macht's kurz. Hoffentlich werde ich wenigstens. Ah! Ein Schild. Bleib doch mal stehen, was? Oh je. Ja, Abil? Ja? Na, meinetwegen. Gehen wir mal einen Schritt nach vorne. Ach Gott, das Vikone, der Priesterzauber anhält. Die Waffe ist einfach. Und was da? Ja, ist das weg. Ich habe ja schon begriffen. Sagt mir, was gute Idee, das mir zu übertragen. Dann, ich werde eurer Stärke folgen. Bleib doch mal stehen. Drei Schatten auf meiner Seite, schon mal gut. Kommt schon, belästigt jemand anderen. Das Spektakel geht wieder von vorne los. Die Diener schon erledigt. Guter Schatten gegen böse Schatten. Ich bin beschäftigt. Dann wollen wir uns mal eure Eingeweide anschauen. Also kann ich unbegrenzt Schatten ich festhalten, warte. Das ist halt leider ein Nachteil. Ich stehe das Schicksal warte. Das ist maßvoll. Habt ihr nichts? Geht in Ordnung. Oh Gott. Ich blick nicht mehr durch. Ja, Meister. Was darf ich jetzt für euch tun? Wir müssten mal unsere Leute rausholen. Also die getroffen sind, zumindest. Ja, verstanden. Die empfindlichen. Ja. Edwin, tu dies, Edwin, tu das. Wie wär's, wenn jemand diesem Trottel eine Banane... Kannst du den Schatten? Oh nein. Und was? Na, mein Schatten. Und dann wird's etwas unübersichtlich für mich. Was wollt ihr, Oberwäldler? Kommt schon, zieht doch mal ein bisschen zurück. Jemand anderen. Ja, ja, ich hab... Ich bin beschäftigt. Gehen wir alle aus Vikonia. Das wurde aber Zeit! Habt ihr nichts mehr? Ich hab Edwin. Eines Tages. So, Edwin trinkt lieber so einen Schluck. Meine Axt ist verdammt. Und die Schatten greifen sich jetzt mal gegenseitig an erstmal. Scharf führt meine Hand. Naunaka. Erwischt! Zum zweiten Sonnenzauber, ja, das ist natürlich echt geil. Kann ich das nicht halten? Habe ich das nicht sogar? Sonnenfeuer. Äpfel. Ich weiß nicht, ob das bei freundlichen Einheiten funktioniert. Das ist ein bisschen komisch. Ich gehe das mal aus, was er jetzt macht. Hat funktioniert. Ja? Keine Gnade denen, die gegen uns sind. Für die Gefallenen! Ja? Edwin, tu dies, Edwin, tu das. Wie wär's, wenn jemand diesem Trottel eine Banane besorgt? Kann ich was drehen? Der andere ist tot. Sagt mir, was zu tun ist. Komm, der Rede wert. Wird der Angriffsversuch von Yagashura fehlgeschlagen. Und die wussten, dass die Schatten kommen würden, aber ich sehe keinen Grund, warum jetzt gerade hier Schatten auftauchen sollten. Ah, da habe ich wieder Magier gehört. Ist weit gelaufen. Und was darf es jetzt sein? Fürchte mich! Erwischt! Zweigt hier den Treppen. Als Einzelkämpfer hat er keine Chance. Wunderbar. Ich warte. So, schicken wir uns die Spezialisten mal vor. Wo ist der Magier? Ach, deine Magier. Zeit ist abgelaufen, Freundchen. Komisches Wesen der Unterwelt. Langsam was Sinnvolles dabei haben, das nützt mir alles nichts. Unendlich viel Heiltränke. Dafür gibt es mir da im März genug. Der Sieg wird unser sein, ihr wisst das. Eigentlich sollte sie jetzt dann trinken. Yalkales? Macht das noch? So. Heiltränke, Zauber. Dürfte eigentlich nur Immonen noch interessieren. Gepäck ist voll. Ja, hat's bekommen.
Kettenzauber hat es auch bekommen. Okay, gut. Kommt schon, belässt. Gott sei Quicksave. Hat ja eigentlich bisher relativ gut geklappt. Die Waffe ist einfach schlecht. Geht's da weiter? Für die Gefallenen! Ja, Kolosse greifen wir mal an. Ja, ein Schädelspalter! Aber hier geht's auch nicht weiter. Okay, dann müsste eigentlich die Kanalisation erkundet sein. Ah, nach Saradusch zum Keller in dieser Burg. Ah ja, also weiß ich nicht genau, wo dieser Weg jetzt ist. Was ist damit dann? Das ist auch eine Treppe. Müssen wir mal gucken. Wo das denn hinführt. Diese Ventile haben zum Glück keine Auswirkungen auf irgendwas. Wieder so ein geheimes Lager der Elitiden oder so. Nach Saradusch. Ah, das dürften die anderen Kanaldeckel sein, die ich vorhin gesehen habe. Deswegen. Also gibt es für uns nur einen Weg. Und zwar den Geheimgang in die Burg. Geht's ja. Das war gewesen. Es ist aus dem Das wurde aber auch Zeit! Hier ist es einfach zu unheimlich. Ich möchte hier weg. Werden wir auch gleich gehen. Und zwar in die Burg. Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln, bevor ihr das Gebiet verlassen könnt. Quicksave, wenn man uns natürlich hinter erwartet. Am Ende der Treppe. Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln. Was ist da passiert? Na, meinetwegen. Da sind wir reingekommen. Hallo, was ist da drin? Oh, Munition für Edwin. Warum nicht? Kann er gerne haben. Was ist hier drin? Auch Munition, aber nicht so wichtiger. Auf meiner Klinge steht euer Name. Drei Diener. Niedere Diener. Oh, bleib doch mal stehen! In solchen Momenten stehen Edwin und Nemon immer verkehrt. Ich weiß nicht, wie sie es machen. Schön. Ich bin beschäftigt. Los geht's, klar. Weg da. Andere Form von Axt. Ich bin jetzt mal so frei und verschwende diese vielen Heiltränke. Habt ihr nichts Besseres? Ja, ja, ich habe ja schon begriffen. Ah, der Raum ist klar. Keine Gegner. Ja, das Quart. Wir haben auch nichts dabei gehabt. Oh, jede Menge Truhen. Auf geht's. Okay, okay. Vielleicht gibt's eine sinnvolle. Was Wichtiges drin ist. Verschlossen ist auf jeden Fall schon mal. Ja. Ich bin schon ohne meine Wunden schwach genug. Könnte mir hier mal jemand zur Hand gehen? Das ist es. Extra noch geguckt, bevor Pfeilen dran sind. Keine Reaktion. Vor allem für das, was drin war. Völlig unnötiges Item. Pfeiler. Noch mehr Pfeiler. Was ist hier? Keine Falle, hoffentlich. Oh, ein mythischer Gegenstand. Eine Scheide. Zu Fluffs magischer Klinge Feindbann. Könnte man vielleicht später mal fertigen lassen, wenn ich die anderen Teile noch finde. Scheint was mächtiges, artefaktmäßiges zu sein. Ich
weiß nicht, ich öffne. Reiß hier uns zur Auswahl, welche kann denn die richtige sein? Ja, Meister. Alles verkehrt. Was darf ich jetzt für euch tun? Zeit! Und trotzdem bei jeder Tür nach, egal was dahinter ist. Die Rache ist mein! Geht in Ordnung. Alles niedere Diener von diesem Romnia. Ich taste mich mal vorsichtig da rein, ob da noch was ist. Auf meiner Klinge steht euer Name. Zeit ist abgelaufen, Freundchen. Wie Chuck Neuro, das ist ein Schlag und das Ding ist tot. Und was ist das hier? Ist was los? Kein Problem. Eine Tür, das könnte wichtig sein. Oh. Sagt mir, was zu tun ist. Ich bin bereit. Habt ihr gedacht, dass eine Falle dran war? Jetzt die Wachen alarmiert. Ich bin im Gefängnis, sehe ich gerade. Tja. Das wurde aber auch Zeit. Nächstes Mal. Sieht ziemlich spannend aus, aber ist ja so. Zeit auf, ihr könnt euch auf mich verlassen. Auf meiner Klinge steht euer Name. Vielleicht noch. Ich warte auf euch, aber gerne. Ja. Jetzt muss ich mir feuern, was soll ich zurückziehen. Steht euer Name. Ustan Zardost. Einmal heilen, bitte. Los! Spuckt schon aus! Ich warte. Ich hoffe, das bringt was. Ach, war noch einer. Deine einzige Handarbeit, fleißig gewartet. Wollt ihr durch die Tür durchquetschen? Ich kümmere mich drum. Gute Heiltränke en masse. Imron hat ja da kein Problem mit. Ja, ist schon geschehen. Noch mehr Heiltränke. Sagt, ich bin dabei. Ich finde es unheimlich, dass man so viele Heiltränke hier findet. Noch einer. Ah, der will. Dann kann ich euch einen Schattentod. Oh, ein Schattendieb. Kurz herloggen am besten, also meinen Gefährten locken. Ich warte. Erwischt! Na, ein Schild. Wenn es denn sein muss, dann kann ich euch einen schnellen Tod. Steht im Weg. Kann sich aufheben, weil er unsichtbar im Weg steht. Ja? Edwin, tu dies, Edwin, tu das. Wie wär's, wenn jemand diesem Trottel eine Banane Idee, das hier zu übertragen? Natürlich noch mal Heiltränke. Was gibt ja das? Weil ich also mal hier lang mitnehmen diesen Gefängnisgang hier, nicht dass noch weitere Fallen eventuell da liegen. Ja. Komm, der Rede wert. Toll. Ich wollte ja gar nicht reinlaufen, ich wollte nur ranlaufen. Okay, okay, verstanden. Ich lieber versuche zu verhindern, dass es ausgelöst wird. Die Erfahrungspunkte. Tja, Glückwunsch, weitere Heiltränke für mich. Was haben wir jetzt für hier von Gefangenen? Was ist das für einer? Ich bin so müde. Winke verneigt sich vor euch. Sehr gütig von euch. Danke für die Freiheit. Ein schöner Ruf dahin. Das war eigentlich ein Versehen, ihn zu befreien. Ich wollte ihn ja gar nicht befreien. Sauerei. Der Ruf ist wieder gestiegen. Stimmt, das war der Alternativweg, den mir die Priesterin nicht nennen wollte. Fällt mir gerade wieder ein. Da steht sogar jemand. Gefällt mir nicht, dass jemand steht. Sagt mir, was zu tun ist. Ich hoffe, das bringt was. Gehen wir mal zusammen hin. Ich warte. Ich kümmere mich drum.
Asmajak oder Jag. Ah, wie mir scheint, bin ich nicht das einzige Kind bei, das Gromnirs Wahnsinn fliehen will. Wovon redet ihr? Nun, da ihr hier unter den unteren Bereichen der Burg herumschleicht, nehme ich an, dass ihr einen Weg sucht, von hier zu entkommen, so wie ich. Eigentlich suche ich einen Weg nach drinnen. Ich möchte Gromnir sprechen. Ja, sollte ich mir noch überlegen. Gromnir ist verrückt. Er lässt wahllos Leute hinrichten, nur weil er glaubt, sie wären Verräter. Die meisten Kinder Balz nehmen seine wilden und sinnlosen Anschuldigungen einfach als gegeben hin. Einfach nur, um selbst eine Aufmerksamkeit zu erregen. Ich kann verstehen, warum ihr fliehen wollt. Ja, stimmt ja eigentlich. Unschuldige Leute hinrichten? Nein, muss nicht sein. Tja, Ratschlag? Am Ende des Korridors laufen jede Menge Patrouillen herum. Sie bewachen ein paar Gefangene, die Gromnir hinrichten will. Wenn er vorsichtig zu Werke geht, ja, das wissen wir schon, wir sind auf der anderen Seite gekommen. Ja, ja, wissen wir, Alarmvorrichtungen haben alles ausgelöst. Tut mir leid. Das wäre der zweite Eingang gewesen. Die hat Angst, diese nette Dame nicht genannt. Also dieser... Los, spuck es aus. Priesterin, ihr wollt ja nicht mit mir reden, weil es schlecht ist. Schön. Zwei kleine Fallen. Fall nicht entschärft, aber... Fall nicht entschärft. Keine Ahnung. Na gut, ich denke mal, die Falle ist trotzdem losgegangen. Ich bin also wehrlos gegangen. Oh, das, ne, das ist komisch. Also sie war doch nur an einem Rand, irgendwie so ein kleiner Punkt. Auf geht's. Einverstanden. Keine Ahnung. Ich versuch's nochmal, die Falle zu entschärfen. Nicht entschärft. Ich tue nochmal so einen Trank. Schlösser öffnen. Achso, nee, hilft nicht gegen Fall entschärfen. Taschendiebstahl im Schatten verstecken. Fallen finden, entschärfen den hier. Ist was los wie in alten Zeiten? Naja, bis auf die Folter und so. Entschärfe die Falle. Muss wohl was anderes ausprobieren. Irgendwas ist passiert. Ein Magier. Er zaubert was. Nicht gut. Weg, 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 weg. Was soll ich tun? Ich bin in beide Fallen reingelaufen, wie es aussieht. Aber ja, gut. Da muss ich klarkommen. Die lassen sich scheinbar nicht entschärfen. Dann gehen wir den anderen Weg rum rein. Sag mir, ich hoffe, das bringt was. Der ist zu. Zeit aufzubrechen? Gutes Stichwort. Brich die Tür auf. Und greift den Magier an. Deine Zeit ist abgelaufen, Freundchen. Ja, Zwerg geht andersrum. Zeitstopp. Das ist eine heftige Sache. Eine Frame wird betäubt. Hätten wir nicht irgendwelche armen Idioten anfahren können, die Drecksarbeit für uns erledigen? Er wurscht auf den Freien. Ein Platz für einen Mann meiner Bedeutung. Ja, da kommst du nicht durch, aber. Wirkt? Ja, scheinbar. Ja. Betäubt. Aber dann machen wir einfach einen Gegenzauber dazu. Wenn sie nicht hat, dann nehme ich Edwin dafür. Darf es jetzt sein? Gegenzauber. Oder Zauber aufheben. Potentis. Hilft nur nicht. Kommt jetzt eigentlich mal Burgern dazu, gute Zeit. Kommt schon. Na, meinetwegen. Macht's kurz. Ja! Was wollt ihr? Tja. Und später schlitze ich euch den Bauch. Die Natur könnte selbst hier Einzug finden, doch alle Fallen mit dir liegen. Nur gereinigt und das Gleichgewicht zurückgebracht würde. Ja. Ich, wie ihr wünscht. Jetzt kommen wir natürlich nicht rein, weil da eine Freyhound am Weg steht. Vielleicht kann ich die Gefangenen noch befragen wegen irgendwas, aber. Vermutlich geht das jetzt nicht, aber ich gebe da Rufpunkte dazu, das wäre alles suboptimal. Irgendwelche Geheimverstecke hier? Ja.
holen wir hier mit Hier ist es einfach zu unheimlich. Ich möchte hier weg. Manus potentis. Ich kümmere mich drum. Er wird doppelt betäubt. Interessant. Noch mehr Heiltränke und eine seltsame Kugel. Kann er vielleicht. Steuerkorb ist 3. Naja, warum nicht? Ja. Gefangener. Ist schon geschehen. Gefangener. Ich speichere mal kurz ab, dass das nicht irgendwie einen Rufpunkt gibt, wenn ich jetzt hier anquatsche. Ja, sagte mir schon was. Das mache ich nicht. Gibt keinen Grund, warum ich mittelig zu sein. Die Gefangenen können mir da mal etwas gestohlen bleiben. Ja? Na, meinetwegen. So, jetzt gucken wir uns mal hier um. Ja, verstanden. Nächstes Mal! Noch mehr Gegner, aber das ist aber ein einfacher Gegner. Und was darf es jetzt sein? Mach mir es kurz und schmerzhaft. Jalpales? Ja, das ist eigentlich relativ einfach. Einfach nur draufhauen. Ja, ja, ich habe ja schon begriffen. Ja? Ich kümmere mich drum. Vielleicht noch mehr Heiltränke dabei? Jetzt Gold. Wieder eine Kiste. Achtung, okay, okay, der Kiste schön. Bin ich jetzt vorsichtig. Guck genau nach. Nee, Mon, du hast es nicht mehr drauf. Ah, war nichts Wichtiges drin gewesen. Jetzt hat sie auch noch einen Stufenabzug bekommen. Ja, Abil? Herzlichen Glückwunsch, Mon. Bin schon fast geneigt, wieder das Quicksave zu laden. Aber naja, ich mache einfach mal den Zauber jetzt drauf. Los, spuck es aus. Zauber wieder reinbekommt. Ich bin nun gut, dann ist das wohl der Aufgang, der Weg nach oben zu Gromnir. Und was in diesem Teil passiert, sehen wir uns dann im nächsten Part an. Bis dann, euer Nefryon.